Hallo liebe Naturfreunde, wie im letzten Video angekündigt, seht ihr heute eine weitere Möglichkeit zur Resteverwertung von Erdbeermus. Natürlich könnt ihr dieses Rezept aber auch nachmachen mit frischen Erdbeeren, dann geht es sogar noch einfacher. Auf jeden Fall waschen wir die Erdbeeren zunächst gründlich und entfernen die grünen Blätter und schneiden sie dann in kleine Stücke. So haben wir unsere Erdbeeren vorbereitet, bevor wir daraus den Erdbeerwein angesetzt haben. Wollt ihr das Fruchtleder nun aus frischen Erdbeeren machen, dann müsst ihr sie anschließend nach dem Kleinschneiden noch fein pürieren. Dann erhaltet ihr das Fruchtmus, welches wir hier aus unserem Weinballon als Trester zurückbekommen hatten. Durch die Gärung wurde fast der ganze enthaltene Fruchtzucker verbraucht, daher fügen wir jetzt noch etwas Honig und auch noch etwas Speisestärke hinzu. Habt ihr euer Mus aus frischen Erdbeeren hergestellt, dann braucht ihr den Honig natürlich nicht. Die Speisestärke dient hier lediglich als Konsistenzgeber und bewirkt, dass das fertige Fruchtleder nicht ganz so gummiartig, sondern etwas weicher ist. Auf ca. 300 Gramm Fruchtmus aus Erdbeertrester geben wir nun etwa 3 gehäufte Esslöffel Honig und ungefähr 2 gehäufte Esslöffel Speisestärke. Dann verrühren wir das Ganze gründlich. Habt ihr frische Erdbeeren genutzt und ist euer Fruchtmus zu dünnflüssig, dann hilft die Speisestärke ebenfalls als Konsistenzgeber. Dann müssen wir das Ganze nur noch zum Trocknen ausbreiten. Wir nutzen dafür heute eine Kunststoffform, aber es geht auch einfach mit einem Blatt Backpapier. Wichtig ist nur, dass das Fruchtleder in eine rechteckige Form gebracht wird und möglichst dünn gleichmäßig aufgetragen wird, ungefähr 5 mm. Dann haben wir das Ganze in den Dörrautomat gegeben für einige Stunden. Sobald es dann durchgetrocknet ist, können wir es zerkleinern bzw. in Stücke schneiden. Und daher kommt auch der Name. Fruchtleder heißt Fruchtleder, weil es eine lederartige Konsistenz besitzt und sich wie Gummi vom Backpapier bzw. der Plastikform abziehen lässt. Fertiges Fruchtleder besitzt dann eine vergleichbare Haltbarkeit wie Trockenobst. Es lässt sich in einem verschlossenen Glas monatelang aufbewahren. Für uns stellt das heutige Rezept wieder mal eine sehr sinnvolle und leckere Resteverwertung dar. Denn aus einem Rezept bleiben meistens Reste, die man noch sehr sinnvoll weiterverwenden kann und somit nicht wegwerfen muss. So können wir unsere Ernte viel besser nutzen und wir vermeiden es, Lebensmittel wegzuwerfen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.